Frenkel frottelt. Heute. Let's Play Euro Truck Simulator 2. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir haben einen neuen Gast, ich habe ihn gestern schon angekündigt, den Let's Play Noob 05, auch Hallo. Genannt Lukas. Richtig, hallo Lukas. Zusammen. Hallo. Ja, ich fahre jetzt mal los, würde ich sagen, und ich beginne ja immer damit, dass ich die Gäste darum bitte, dass sie sich mal kurz vorstellen, ja, wie sie heißen, wie alt sie sind, wo sie so leben, was sie beruflich machen oder ob sie noch in die Schule gehen, etc., etc. Jo, klar, hau ich mal raus. Ja, ich bin der Lukas, bin 19 Jahre, mein Gott, vor ein paar Tagen 19 geworden, muss ich ja dran gewöhnen. komme aus NRW und aktuell besuche ich noch die Schule. Also dieses Jahr mache ich Abi, voraussichtlich, hoffe ich mal. Ja, wenn man so weit geschafft hat, dann kriegt man das mit dem Abi auch noch hin. Ja, eben, das ist eigentlich das gegenüber der anderen Sachen eigentlich das Leichteste. Ja, ich hatte ziemlichen Stress vorher, vor dieser Folge, damit ich dir auch ein schönes Namensschild basteln kann. Was mache ich denn hier? Ich stehe auf der linken Spur. Das läuft doch. Ja, das fängt ja schon wieder super an. Koordiniert das Falschfahren. Nee, das ist, keine Ahnung, wieso ich jetzt da. Ich dachte, das wäre eine linksabbiege Spur. Naja, komm. Das sehen wir nicht zu eng. Vielleicht sollte man kurz erklären. Ich habe festgestellt, ja, dass du 4 Kanäle hast. Das ist ja ein bisschen mehr als der Durchschnittsbürger. Warum und was sind da die Unterschiede? Grund ist eigentlich dafür, erstmal, dass ich eben, sagen wir so mal, eben ein bisschen den Komfort bieten will, dass sie eben nur das sehen, was sie auch wollen, also dass sie ein bisschen die abheben, weil auf meinem Hauptkanal, Let's Play Noob 5, ist halt so, sagen wir mal so, ich habe bei Großteil mit Rennspielen angefangen und den meisten gefiel halt nicht, wo ich dann mal ein bisschen mit Action Games oder was angefangen habe, weswegen ich dafür auch einen extra Kanal habe, Action Loop 05, und weil ich auch so eine große Fangemeinde habe, die eben, sagen wir mal, total GTA hyped und das eben in größerem Maße sehen wollte, habe ich deswegen noch einen Kanal und noch einen für Vlogs, weil das ja irgendwie nicht so in die Let's Play-Schiene reinpasst. Das ist total kompliziert, aber irgendwie hat sich das dann so ergeben. Ja, da frage ich mich dann immer, was ist das Problem der Leute, ja? Die könnten sich doch, das ist ja irgendwie der Witz an YouTube, sich die Videos einfach raussuchen, die ihnen gefallen und die anderen ignorieren. Das wäre aber dann wieder zu leicht für die Leute. Ja, ich meine, vielleicht kannst du mir das erklären. Ich bin ja, wie soll ich sagen, ich bin ja schon alt. So, deswegen kann es ja sein, dass ich die Jugend deswegen nicht so ganz verstehe. Und deswegen frage ich auch ganz gerne immer die jungen Leute, ob die mir das erklären können. Es gibt da eine Erklärung für, ich weiß es nicht. Ich kann es dir selber auch nicht erklären, weil ich gehöre eigentlich auch zu den Leuten, die sich die Videos raussuchen, die sie auch gucken wollen. Nicht unter anderem rumflamen, dass ihnen das nicht gefällt oder sowas. Also ich gehöre nicht zu dieser Gruppe. Seltsam. Also das hatte ich eben erst kürzlich ziemlich deutlich wieder bei GameStar. Da sind wir ja im Netzwerk, du neuerdings ja auch. Ja, richtig. Und da haben die ein Video von mir hochgeladen, das machen sie ab und zu netterweise. Und dann war da wieder ein Riesenbohai von wegen, warum macht denn der Frenkel da bei euch Videos? Das finde ich nicht gut, ich muss euch deabonnieren. So, und dann frage ich mich halt wirklich, Leute, bitte, ja, wie alt seid ihr? Ja, ihr müsst doch einfach nicht hingucken. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Also, du kannst es mir auch nicht erklären. Nee, das habe ich auch gesehen bei GameStar, wo sie diese Videos hochgeladen haben. Habe ich auch gesehen, wie da runter mit Daumen runter und sonst was rumgeflammt wurde. Das war nicht auch total unverständlich, ehrlich gesagt. Naja, gut. Verstehen kann ich schon. Das hat ein bisschen eine Geschichte, ja, weil ich ja vor ein paar Jahren noch bei der anderen Zeitschrift, bei der Konkurrenzzeitschrift war, wo es eigentlich keine richtige Konkurrenzzeitschrift war, wir waren ja viel kleiner, bei der PC Action, und wir haben ja ein bisschen anderen Humor gefahren, mehr so ein bisschen Haut drauf mäßig, und da wurden wir auch schon gehasst. Und jetzt kommt der Typ von dieser anderen Zeitschrift und macht bei Ihnen im Kanal Videos, und das geht ja gar nicht. Aber das war ja nicht nur bei dir, wo der GameStar hochgeladen hat. Zum Beispiel letztens war von Gaming PG5 oder wie die heißen, die wurden ja auch zugeflippt, obwohl die eigentlich nichts mit einer anderen Zeitschrift zu tun hatten. Richtig, das ist mir auch aufgefallen und das hat mich im Nachhinein beruhigt. Die Menschen hassen nicht nur mich, sie hassen auch andere. Das ist doch ein bisschen beruhigt. Ja, das ist super. Geteiltes Nein, Leid. Also mir geht das natürlich am Arsch vorbei in dem Fall, weil das ist eine Top-Möglichkeit, sich auch mal vorzustellen bei GameStar, sich im breiteren Publikum mal vorzustellen. Und es gibt immer welche, die das gut finden, und es gibt immer welche, die das schlecht finden. Insofern. Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Eigentlich gibt GameStar einem ja nur die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, die man vielleicht gar nicht gefunden hätte. Richtig, und vor allen Dingen, sie laden ja Videos hoch, die sie normalerweise nicht anbieten würden. Das heißt, sie bieten ja mehr Videos dadurch, und richtig, die Leute könnten sich da was raussuchen. Aber gut, wie gesagt. Wenn du das nicht weißt, warum das so ist, dann weiß das wahrscheinlich keiner. Das kann sich ja keiner erklären, nee. Seltsam. Die RTL-Jugend. Ja, ganz komisch. Ja, Grüße an dieser Stelle an meine Hater. Ja, was machen wir denn heute mal ein bisschen? Ich habe dich ja im Prinzip mal ausgewählt, weil ich eben gesehen habe, dass du, so wie ich, Forza Horizon spielst. Richtig.
Das heißt, nein, du spielst es wahrscheinlich besser. Aber wir spielen zumindest das gleiche Spiel und du bist ja sowas wie ein Rennspielexperte, könnte man sagen. Ja, ist so mein Hauptgenre, womit ich mich beschäftige. Und auch mein Lieblingsgenre, ehrlich gesagt. Was ist denn an Forza so richtig geil? Was findest du so richtig geil? Was ich bei Forza Horizon so besonders geil finde, erstmal eben grundsätzlich, dass eben dieses freie Rumfahren und eben dieses Festival-Feeling da, was mir irgendwie total zusagt. Deswegen auch Need for Speed Pro Street, wenn ihr das sagt, total eigentlich gefallen hat, obwohl es die Großteil der Menschen überhaupt nicht gemocht haben. Und dieser Simulationsaspekt. Ich mag es halt, wenn es ein bisschen realistischer ist und nicht so komplett auf Arcade. Also es muss ein bisschen auch Simulationsfeeling mit drin sein, finde ich. Das kommt aber auch darauf an, wie du das einstellst, oder? Du wirst da irgendwie alle Verhalten wegschalten. Ich habe noch ein paar an, weil ich spiele Forza Horizon, spiele ich selber mit Controller. Weil mein Lenkrad, wenn ich das jetzt hier bei der Aufnahme dran hätte, wäre ein bisschen zu laut wegen Force Feedback und sonstigem. Da muss ich dann mit Controller spielen, weil sonst ohne Verhalten wird es ein bisschen kompliziert damit. Ich muss mal kurz meine Rundumleuchte ausschalten. Die habe ich mir neu gekauft und die macht mich kirre. Ja, also zu hell oder was? Nee, die blinkt dauernd. Und ich weiß nicht, ob ich zu Epilepsie neige, aber ich möchte es nicht herausfordern. Keine Ahnung, das hat jetzt echt dauernd so geblinkt, das Geflacker. Das ging sogar mir ein bisschen auf den Sack. Ich habe mich so gefreut, ja, die habe ich mir neu gekauft. Und jetzt war mir das zu irritierend irgendwie. Ja, Forza ist, also ich finde es jetzt, ich weiß keine Ahnung, ich habe zwar in meinem Leben natürlich schon viele Rennspiele gespielt, aber nie so richtig exzessiv. Das Einzige, was ich wirklich richtig geil fand und was ich richtig lang gespielt habe, war das erste, schlag mich tot, DTM Race Driver. Das der erste Teil, der war auch richtig geil, der war richtig gut. Ja, und ich habe halt auch berufsbedingt auch viele Rennspiele mal angezockt und das eine oder andere habe ich auch getestet und länger gespielt. Aber ich habe nicht so den gesamten Marktüberblick, deswegen wollte ich dich mal ein bisschen fragen, weil du ja auch das, glaube ich, Most Wanted spielst ja auch. Ja, das aktuelle ja und mehr als nur Story. Also ich fahre wirklich in dem Spiel alle Autos durch. Okay, was zu tun. Was mich eben interessiert hätte, war so, ja, wenn man jetzt mal ein Rennspiel empfehlen müsste, gerade aktuell den Leuten da draußen, was würdest du empfehlen? Also jetzt gerade, was du draußen ist, würde ich auf jeden Fall Forza Horizon empfehlen. Und finde ich das beste Rundumpaket. Da hast du wirklich von allem irgendwie alles, was im Spiel drin ist, funktioniert super und irgendwie nichts falsch gemacht im Spiel, muss man mal so sagen. Also wenn man nicht irgendwie jetzt zocken will, Rennspiel, dann Forza Horizon auf jeden Fall. Ist auch für Einsteiger sehr freundlich, finde ich. Richtig, das ist das, was ich eben wissen wollte. Das Gefühl habe ich auch, obwohl ich halt das momentan als einziges Rennspiel spiele und die anderen Rennspiele schon ein bisschen länger her sind. Man hat immer was zu tun. Ja. Man kann immer was machen, wenn man an einer Stelle vielleicht nicht weiterkommt, dann macht man halt irgendwie an der anderen weiter so. Es ist kein Leerlauf und grafisch ist es für die Xbox ja auch recht ansprechend. Sieht so richtig super aus, finde ich. Das für Xbox-Verhältnisse ist es echt top. Gibt's denn, kann man denn eine Aussage treffen, für wen dann zum Beispiel Most Wanted besser wäre? Ja, Most Wanted ist, glaube ich, für die Gemeinde, die Burnout Paradise total gemocht hat, würde ich mal sagen. Es ist so genau das Spiel, eigentlich nur mit lizenzierten Autos in einer anderen Stadt. Okay. Ich muss sagen, da hat Criterion Games komplett einen Stempel erstmal aufgedrückt. Nichts mit Story oder sowas, sondern eigentlich ein Burnout Paradise 2, um ehrlich zu sein. Das heißt konkret was? Ich habe jetzt das Paradise kenne ich jetzt nicht. War das. Sagt die schon vom Spiel her was? Ich habe eins, glaube ich, gespielt. Das war das, wo man irgendwie auch Unfälle bauen musste. Ja, das ist ja von Burnout eins der Hauptmerkmale. Und Paradise war eben, dass du eine frei befahrbare Stadt hattest und eben diese sogenannten Takedowns, wo du eben Unfälle eben machen musstest, oder bestimmte Rennen. Und Story gab's halt nicht, du musst halt immer Level aufsteigen. Dasselbe haben sie jetzt bei Most Wanted halt auch gemacht, du fährst in eine Kreuzung ran, lässt die Reifen durchdrehen, startest ein Rennen und ja, musst gewinnen, das ist eigentlich alles. Also es gibt keine Story oder sowas, wieder nur aufsteigen. Also es ist eigentlich wie bei Burnout gemacht. Okay, dann wäre das auch sogar eventuell was für mich, weil ich habe ein Burnout gespielt, frag mich jetzt nicht welches, ja. Da, kannst du welche aufzählen, dann sag ich dir welches. Gut, außer Paradise habe ich kaum was gespielt, weil die waren alle aus der PS2-Ära, die ganzen anderen. Takedown gibt's noch. Revenge, gibt's noch? Ich glaube, Revenge war's. Ja, ich glaube, das habe ich gespielt. Ja. Das war nett. Das war auch gut, ja. Ja, das war vor allen Dingen vom Geschwindigkeitsgefühl teilweise die Hölle. Da musst du dir Paradise oder das neue Most Wanted unbedingt mal angucken. Ist ähnlich gemacht, nur eben in der freibefahrbaren Stadt. Ah, okay, verstehe. Super. Dein Name, Let's Play Noob. Wieso? Ich meine, du bist doch kein Noob. Ja, das kommt ja auch aus den Anfängen her. Noob heißt ja so viel wie Anfänger und am Anfang fiel mir kein anderer Name an und deswegen habe ich mir gesagt, fang ja mit Let's Plays an, mit einem Anfänger und dann passt das hier irgendwie. Ja, das ist ein bisschen schwierig jetzt, ne? Mit dem Anpassen. Ja, mittlerweile kann man es ändern, müsste man es. Wie lange bist du schon dabei auf YouTube? Jetzt
Juli 2010, aber also richtig angefangen habe ich erst 2011 Anfang. Also okay. Richtig konstanten Video-Upload, sagen wir mal so. Ja, ja. Gibt es denn momentan was auf YouTube, was dich nervt so? Noch nicht, aber wenn es das neue Design durchsetzen, dann nervt mich was ganz gewaltig, ja. Okay, ja, gut, das Design, das höre ich in letzter Zeit öfter. Weil es ja, sieht aus wie Facebook und das mag ich nicht. Ich will ja irgendwie noch, ich so meinen Kanal habe, möchte ich irgendwie noch so eine eigene Komponente drin haben, so ein bisschen was, wo ich noch ein bisschen selber so von anderen abheben kann und es geht ja damit leider nicht so wirklich. Ja, ja. Jetzt wollte ich dich überhaupt mal fragen, weil du bist ja jetzt ins GameStar-Netzwerk gewechselt von Game Insight. Ja. Was war denn da der Grund, warum hast du das gemacht? Sagen wir so, ich habe einen Kollegen, der hat mit über GameStar, ist jetzt ein Unternetzwerk von GameStar, Playtimes TV gegründet. Und ja, er hat mich halt eben, sagen wir mal so, dazu gedrängt irgendwie, dass ich auch zu GameStar komme, eben damit wir eben zusammenarbeiten können und sonstiges. Und auch sich eben gereizt hat, dass eben GameStar eben, sagen wir mal, ein bisschen größer ist als GameStar. Das ist eben Europas größte Zeitschrift, ja oder nein? Oh Gott, ob das jetzt aktuell so ist noch... Ich weiß nicht, ob der Bildspiele größer ist, aber das hat mich halt so ein bisschen gereizt. Ja, ja. Ja gut, das Netzwerk ist natürlich schon groß und das wächst ja ständig. Und ich muss auch schon sagen, bisher gefällt es mir auch besser, weil bei Game Insights gibt es sowas wie eine Comfy oder sowas, gibt es da nicht mehr. Die wurde, glaube ich, nach den Anfängen bald direkt aufgelöst, weil da irgendwelche gegen waren. Ah, okay. Ja. Ich habe irgendwie ein bisschen besser Kontakt untereinander. Es gefällt mir, in Tacken besser. Als das aber du hast doch bei Game Insights hast du doch auch schon... deine Sachen monetarisieren können und so, oder? Ja, richtig, ja, klar. Okay, weil du hattest irgendwie ein Video gerade am Laufen, das habe ich gerade gesehen, da ging es wohl darum, dass der Wechsel, da ist irgendwie ja. noch ein kleines Problem gerade irgendwie. Ja, aktuell muss ich jetzt noch drauf warten, weil Google meinte, dass mein AdSense-Konto, was jetzt wieder aktiv wurde, warum auch immer, dass das mal deaktiviert wurde wegen irgendwas, das war aber wegen meiner Website früher deswegen. Und deswegen könnte ich jetzt aktuell kein Partner werden. Deswegen müssen wir jetzt aktuell gucken, dass wir das AdSense-Konto irgendwie vom Kanal wegkriegen. Ja, das hat eigentlich nichts mehr damit zu tun. Das Infovideo habe ich mir kurz angeguckt. Da bin ich wieder auf was gestoßen. Moment, jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Nur mal zu deiner Info, ja. Ich hänge jetzt hier. Wo hänge ich denn hier? Richtung Mannheim. Ich war nach Straßburg. Da war ich nicht. Frankreich. Moment mal. Da kannst du und nicht hinfahren, Frankreich. Frankreich? Kraftstoff. Ich fahre Benzin. Na, sowas komisches. Ich fahre Benzin nach Frankreich. Naja, gut. Wenn es denn so sein muss. Ja, auf was ich raus wollte. Und zwar, da ging es unter anderem auch wieder mal so um das Thema als YouTuber Geld verdienen. Ja. Das hast du da auch angesprochen und eben auch gesagt, dass das auch viel Geld kostet, dieses Hobby. Für dich ist es ja offensichtlich ein Hobby, ja? Ja, ist ein Hobby auf jeden Fall. Das ist auch so eine Frage, wo ich auch immer noch nicht klar sehe, wo ich auch mal einen jungen Let's Player fragen wollte, was ist denn so schlimm am Geldverdienen auf YouTube? Ich finde es ja gar nicht so schlimm. Ich finde ja immer diese grundsätzliche Sachen, wenn dann so kommt wie Geld, du bist Geldgar und sonstiges. Das kann ich irgendwie auch überhaupt nicht verstehen, weil grundsätzlich von der Natur aus ist jeder Mensch geldgeil. Ich glaube, keiner hat was dagegen, wenn er Geld verdienen kann, glaube ich, oder? Ja gut, dass du das vielleicht so siehst, ist mir auch klar. Ja. Aber das ist eben auch jetzt so das, was mich mal interessieren würde. Warum denn so viele da was dagegen haben? Vielleicht hast du da mehr Verständnis, keine Ahnung. Woran liegt das denn? Ich denke, es ist teils, ich würde sagen, bei den Jüngeren, weil die ja, denke ich mal, nicht so irgendwie Geld oder sowas direkt ein festes Einkommen oder sowas haben. Denke ich mal eher der Neid, dass sie das nicht haben und es auch haben wollen, das einfach nicht dem anderen gönnen. Okay. Obwohl sie theoretisch ja eigentlich das, was wir ja eigentlich hier bei YouTube hochladen, eigentlich ja kostenlos bekommen und dass wir da irgendwie so eine kleine Gegenleistung bekommen, verstehe ich eigentlich nicht, warum man das nicht ein bisschen einsieht, weil es ist ja auch ein bisschen Zeit, die man da verwendet. Richtig. Und das sage ich ja auch eigentlich die ganze Zeit. Und ich dachte halt vielleicht, keine Ahnung, also Neid habe ich auch schon vermutet. Ja. Das ist eigentlich nur so eine Vermutung. Dass man es eben halt einfach nicht gönnt, dass er damit Geld verdient, dass man es eben eigentlich selber haben möchte. Und ist es vielleicht auch noch irgendwie in dem Alter, keine Ahnung, ist es da irgendwie noch, was habe ich jetzt wieder gemacht? Ah, nee, Kredit weiter abbezahlt, sehr gut. Das klappert immer, das Geld macht immer Dingelingeling und da habe ich dann immer Schiss. Scheiße, zu schnell gefahren. Scheiße, Unfall gebaut. Nein, zum Glück nur ein Teil meines Kredits abbezahlt wieder. Das ist gut. Ja, ja, genau. Das ist nämlich das, was ich nicht verstehe. Und kann es vielleicht eben auch sein, dass es in dem Alter, wenn man dann noch ein bisschen jünger ist, dass es vielleicht irgendwie das Geld noch irgendwie uncool ist, dass man mehr so...
keine Ahnung, so Robin Hood-mäßig drauf sein soll, dass das irgendwie so dieses materielle Denken so oberflächlich ist. Ist es das vielleicht? Also dass man das Jüngeren, denke ich mal, oberflächlich und materiell denken, höchstwahrscheinlich ja. Also ich glaube eher das Gegenteil, dass das vielleicht cool ist da bei den jüngeren Leuten, dass die sagen, ach, ich brauche kein Geld. Ja, das Leben ist viel wichtiger, keine Ahnung. Also ich verstehe es ja eben auch nicht. Mir kann es ja auch keiner erklären. Ja, mir hat ja auch jemand geschrieben, weil ich gesagt habe, das ist Kostenpflicht, dass YouTube auch und sowas, das Hobby viel Geld kostet, kann man halt runter. Heißt also, Sophie, du würdest dir, wenn kein YouTube machen, kein Gaming-PC holen, würdest dir auch keine Spiele kaufen oder sonstiges. Muss ja eigentlich mal so sehen, das Ganze, was ich hier mache, habe ich mir eigentlich nur fürs Let's Playen ja theoretisch geholt. Und das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Vielleicht kann das ja auch mal irgendeiner in den Kommentaren erklären. Also es können sich gerne Leute melden, die das scheiße finden, wenn man mit YouTube Geld verdient. Ja. Und eine Begründung bitte mal dazu. Und mal erklären, warum, was da so schlimm dran ist. Das möchte ich wirklich mal wissen.